Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir gegen Victor gekämpft, was ziemlich episch war, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt der beste Kampf im Spiel. Und ja, wir haben ihn getötet, damit wir aus der Splitterdimension entkommen konnten. Alice am Boden zerstört. Er hat irgendwas an ihrem Nacken, was irgendwie dafür deutet, dass sie irgendwann zum Katalysator wird, so wie ich das verstanden habe. Und ja, wir sind jetzt im Gasthaus und gucken, was als nächstes getan werden muss. Bams. Im Gasthaus von Drellin sind wir übrigens. Und draußen ist übelster Regen. Elle's not doing so good. Is the catalyst sickening her? No, she's been traumatized. I mean, she just saw her father. Oh, sorry. No, it's not like you had a choice in the matter. I'm worried about her. And you. How are you holding up? Ich bin wie betäubt. Ja, sagen wir so, wie es ist. I know how you feel. Imagine how I felt when I learned I wasn't really Maxwell, but just a vessel he'd created for his convenience. But remember, Luger, no matter what, you are still you. That hasn't changed, and it isn't going to. Your duty hasn't changed either. Sorry, I didn't mean to ramble on. So, jetzt Is kommt it Nova und drückt serious? uns noch eins rein, ne? Luger, we've confirmed the retrieval of the final waymarker. Please proceed to Rize Harbor in Marksburg immediately. What's the plan? We'll depart tomorrow. Tonight we should rest. A wise course of action. You must be starving, right? Luger made us some tasty soup. No. I don't want it! I only want my daddy's soup and this isn't it! It's never gonna be right, just like you're never gonna be my daddy! I want my daddy! Why'd you have to do that to him? Oh Mann. Are you okay? Are you? It'll heal in no time. Ich hab nicht irgendwie gemerkt, was da gerade passiert ist. Das möchte ich, weil Kochen ist eine gute Ablenkung. Ja, weiß nicht. But do whatever you need to do. I'll help, if that's all right. Your arm is still injured. All done. Ich habe nie sorry, gemerkt, wie Köche das I can't do schaffen. more for you. Kochen heißen. Okay, ich habe noch nie kapiert, wie das Köche machen. So einen kochend heißen Löffel so einfach im Mund haben. Die Suppe muss doch scheiße heiß sein und der schlürft einfach so, als wäre das nichts. Egal. Warum entscheidest du dich? Ich habe eine ganze Welt für das Byron zerstört. Achso, okay. Willst du mal probieren? Ich habe eine ganze Welt was bei Wieden zerstört. Ja. I'm just happy knowing that a future like that might even be in the cards. It helps me believe I can do it. I can perfect Spyrite technology.
8 Jahren auf jeden Fall. Obwohl eigentlich nicht, ne? Der ist ja schon. Da müsste er halt ungefähr jetzt schon schaffen, ne? Wenn der 8 Jahre später ist. You know, I think she'll understand someday. Mit den abgesauberten Löffel jetzt wieder in die Suppe rein. Ich versteh's nicht. Ich werde vielleicht darauf achten, was Jude zu sagen hatte. War irgendwie voll ins Kochen vertieft gerade. Oh Mann. Luger, I ran away because I realized something. When somebody leaves you, when they disappear, you never get to taste their cooking again. Stimmt. Tut mir leid, ja. You were just protecting me, weren't you? Keeping me safe. From my daddy. Das war noch nicht meine erste Person. Vorher haben wir noch Mila ihn direkt getötet und jetzt auch noch den Vater von L. Oh Mann. Da war ein richtiger Bodycount, der Ludger. Oh Mann. L, are you okay? Luger, hey, do you have a moment? Sorry to pester you again, but... Glaubst du, ich mach mir noch was aus Geld, wo ich mich doch jetzt gerade umgebracht habe? Ja, ich weiß. I'm sorry. I know you do. Just doing my job. Ja, der Gespräch war aber auch gut. Weißt du überhaupt, was passiert ist? Weil es wäre ein bisschen verwirrend gewesen. Sad as it is, even at times like this, the world still marches on. And considering our place in that world, we shouldn't expose El to any more danger. Rowan, can you find a safe place for El to stay while we see this through? I'll see what I can come up with. Are you leaving me behind because I'm a fake? What? Weil wir uns Sorgen um dich machen. Oh Mann. Ja, ne? Of the real L, not me. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. We'll take her with us. L und ich, Kapitel 12 abgeschlossen. Oh Mann. Ich glaube, habe ich jetzt schon Oh Mann gesagt. What a peaceful little town. When you're in a place like this, it feels as though... Das war eine friedliche Stadt.
Was für eine friedliche Schaft. Ist das hier wunderschön. Das Leben ist schön. Ludger und L, ja. Elle, dear, are you feeling okay? I'm fine. Nothing matters anymore anyway. Luger, how's the burn on your left hand? Wir sollten uns lieber um Elle Sorgen machen. Der geht's gut. Das ist wohl die Rache des Himmels dafür, dass ich Julius damals das Gleiche zugefügt habe. Was? The same thing? Karma! You knocked a pot of soup onto Julius? Is that why he continually wears a glove? To hide the scar from the burn? I imagine that must have pained you across the years. Yeah. I can only guess that Elle must be feeling the same way about hurting you. When you're close with someone, conflicts are bound to occur. But rarely are they strong enough to break the bonds you share. You're right. That's what a family is. Profound advice from a man who still can't claim a family of his own, even at this age. It may not be too late. Why not start one now? A tempting invitation. But one I'm afraid I must decline. You all have given me as wonderful a family as I could ever have hoped for. And of course, ja. I include you in that, Luger, as well as Elle. Sehr schön. Die Wahrheit über Muse. Ja, wo kommt das denn noch von her? In the space of a year, everyone's fashion sense sure has evolved. No kidding. Especially Muse's. I find her new dress quite dignified. A fine choice for a great spirit. Der sich doch fast gar nicht verändert, die Klamotten. That comes straight from Muse. She's manifested her spirit powers in a clothing-like form, but technically, she's completely naked. Was? Wie hat gesagt hat. Completely? Are you so surprised? There's no different for Undine and Efreet. Does that mean... Mila too? Completely naked? I don't know anything about Mila's situation. How can you stay so quiet, Luger? Say something! Aber sie hat doch Kostüme! Um ehrlich zu sein, wenn ich meinen Chromats trage, dann bin ich auch... Es ist weniger aufregend. Wenn es nicht verborgen ist, komm, dann das muss ich jetzt sagen, das ist einfach das Beste. Sorry, this is my fault for speaking so carelessly. Thanks for bailing us out there. That conversation was about to take a very dangerous turn. You have my gratitude. Das, was ich gesagt habe, war nicht komisch oder was? Hope you were kidding when you said you're naked when you transform. Ja. Oh Mann. Schon wieder. Ah. So sieht's aus. Wow, Geist hat auch schon ganz schön viele. Herzchen, Muse hat am wenigsten. Ja. Okay, diese Skits. Die waren Gold wert. Wow, wie viel hat sie denn? Schicklichkeit, ja. Glück, 50% Schein der Dille. Ja. Irgendein Anspruch oder 10 Zeilen. Nein, das ist irgendwie nicht gut, finde ich. Hier. Ritter, ich kämpfe jetzt nur auf den TP-Verurteil der nächsten Serie. Ich weiß ja nicht mal, wie man das macht, ey. Ja, scheiß drauf, keine Ahnung. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Kann ich wieder... Wie gesagt, Ronan hat ja gesagt, die Welt dreht sich weiter und da haben wir schon das nächste Viech. Vielleicht kann ja mal die hier kaputt hauen. Warte mal, ich hab doch... Hier, warte mal, Katze, erstmal. Ich muss dann so viel wieder denken. Ja, da ist sie wieder gut gelernt. Mal Vorbereitung für den nächsten Part, würde ich sagen. Nein, ja, ne? Chromatist, für den stärksten Chromatsträger. Mit der gegenwärtige Träger besiegt, geht der Titel auf seinen Bezwinger über. Weiß ich nicht. Vielleicht noch drei Kapitel hier? Eins, zwei, drei, Finale? Irgendwie so. Die anderen sind irgendwie optionale Sachen, kann ich mir denken. So, jetzt wollte ich eigentlich beim Boss gucken. Wo ist er? Der war knüppelhart. Ja, Exoplasma. Level 53.
Der hat verdammt viel KP. Und der hat Stärke, P-Angriff und so. Weiß ich nicht. Schwach gegen Klinge. Ah, ne, nicht der. Ja, der ist gegen gar nichts schwach. Der absorbiert alles. Wie soll ich denn den erledigen? Schlechter Prototyp. Boah, keine Ahnung. Machen wir erstmal ein paar Sachen wieder. Wahrscheinlich muss ich wieder, ja. 150. Jetzt muss ich wieder voll viel. Ja, ne? Ich sollte nach Triglyph gehen, ja, wegen meiner Dingens hier. Meiner Briefkästen. Da sollte ich mich vielleicht auch da importen. So. Jetzt war ja eine ganze Wagenladung von Sachen bekommen. Freundschaftstrank mal 2. Leia ohne Jacke. Katzenminze. Das war alles? Merkwürdige Blitterdimension. I never cease to be surprised at what's possible in these fractured dimensions. It makes you wonder how many other dimensions exist that we don't even know about. It's a shame that we cannot coexist with these fractured dimensions, but are instead forced to destroy them. What sort of fractured dimension would you want to keep around? I would like to visit a world of pig monkey shrews. Buzz? Pig monkey shrews? Is that a hobby of yours? Not of mine, no. My sister is quite fond of that sort of thing. Oh, that's right. I remember Carla saying she loved animals. Pig monkey shrews, huh? It would be fun if they evolved to a point where they could understand human speech. Talking pig monkey shrews? That could indeed be interesting. As long as it's your fantasy world, why not have them fly and breathe fire and be strong enough to pulverize rocks? Those are also conventional. Perhaps some sort of I-beam attack. And they could speak with a colorful accent. The conversation has taken a very strange turn. Might be best just to stay out of this one. Ja. Dass die Konversation hier aus der Randband gerade, das ist in letzter Zeit oft so der Fall. So, Muse, du brauchst ein paar Freundschaftstränke. Wenn sie die Jacke auszieht, macht Leia richtig ernst. Okay. Ja. Ja, Glühfrüchte, Cantarella und so was alles habe ich wieder ganz viele. Soll ich mal verkaufen? So, wie sieht denn das aus? Okay, sieht auch gut aus. Kann ja jeder seine Jacke ausziehen, oder was? So. Wohin führt uns unsere Reise denn? Nur nach Fenmond? Okay. Also Charakter-Stories gibt es nur in Fenmond. Oder muss ich einige hier irgendwie aufleveln? Ja. Wäre ein bisschen blöd. Haben wir jetzt beide gegeben überhaupt? Ja, ne? Ja. Sieht ganz stark danach aus. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte die Cantarellas und also was verkaufen. Und die goldenen Frösche wieder. So. Cantarellas habe ich irgendwie 99 und Purizid, ja. War 69 verkaufen. Zack. Kann ich schon wieder zurückzahlen. Ich habe jetzt mein ganzes Geld da reingeballert, kann das sein? Oder 150.000 bezahlen, ich Idiot. Mr. Kresnik, could you verify your current whereabouts? As I mentioned in my text, we would like you to bring the Waymarker to Riza Harbor in Marksburg at your earliest possible convenience. Warum da? Ich bin ja gerade noch etwas beschäftigt, ich bin doch keine Maschine. I am aware of your situation, Mr. Kresnik. However, I have a job to do. Ja, nicht, dass ich, wenn ich ja gesagt hätte, direkt dahin gepotzt wäre, hallo? Was? Regardless, please proceed to Rize Harbor in Marksburg with all due haste. Okay, später. Irgendwann später, vielleicht. Ereignisliste, geh schnell zu Rize Hafen in Marksburg.
Wie gesagt, später. Macht jetzt nicht so einen Stress, okay? Schön locker bleiben. Nee. So, irgendwas hatte ich noch 99 Mal Glühfrucht. Wupp. Zack. Ehe ich mich versehe, ist das Spiel irgendwie vorbei. Habe ich so ganz stark das Gefühl. So, dann. Weiß nicht. Na, lassen wir uns Zeit. Ich hoffe ja wirklich nicht, dass er irgendwelche Einflüsse hat. Auf einmal so, ja, du hast dir zu viel Zeit gelassen, Bams. Tun wir mal wieder ein paar Sachen hier erledigen, Bams. Mein Gott, krieg ich viel Geld. Kann ich wieder offscreen töten. Verdammt, ich brauche ein Silbersiegel. Ein Gefallen, okay. Goldkleeblatt. Abzeichen, verdammt. Zeichen, Marke. Ah, habe ich, genau. So, dann fehlt uns ja noch eine Katze in der Bernauer Höhenstraße. Die habe ich immer noch nicht gefunden. Auftrag der Vier, was? Die Vier der großen Geister, was? Schuluniform, Root, immer noch. Gaius Klos mal Vier, weiß ich gar nicht, ob ich das habe. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, vielleicht machen wir als erstes gleich. So, gleich, was heißt ja gleich? Später. Die Mission. Den könnte ich auch nochmal versuchen. Habe ich nicht den auch schon in meinen Dingens? In meinem Feindbuch? Ich weiß es gar nicht. Den können wir auch versuchen. Xenabronk, Level 9 und so. Der hat aber wenig KP. Habe ich den nicht schon einmal fast geschafft? Wo war denn mal am Aladdin-Fahrt? Da können wir ja mal als nächstes hin. Was mit meiner Katze? Verdammt! Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nicht so schnell wie möglich zur Charaktermission von wen auch immer. Warte mal, ich guck mal, Ereignisliste, da steht da wirklich irgendwie Eiles geboten. Das war schön. Endlich reißen wir ihn in das Land kennen, aber nach allem, was geschehen ist, ist das doch eher ein bisschen bittersüßer Sieg. Okay, da steht nicht irgendwie, halt, geh so schnell wie möglich dahin, sonst kriegst du Probleme. Also, ja. Muss ich sagen, wir gehen jetzt hier hin, speichern und sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zilla 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.